Willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani und heute habe ich endlich die zweite Volume von Relife, denn diese war im Angebot und da habe ich mir die direkt mitgenommen und das Ganze natürlich wieder für über Amazon geschickt, beziehungsweise hat es mir irgendwie DHL Express zugesandt, aber es kommt natürlich von Amazon. Ja, es ist eine Papülle, ich glaube, ihr könnt euch schon denken, worauf ich hinaus will. Ich zeige euch das Ganze mal. Man sieht es jetzt vielleicht nicht so krass. Obwohl, doch, man sieht es krass. Es ist mal wieder hier eingeknickt. Das hier ist jetzt nur die Folie, aber es ist tatsächlich auch eingeknickt. Ich habe das jetzt möglichst schon wieder normal hingebogen, sage ich jetzt mal. Hier sieht man noch so ganz leicht, das ist so, ne? Hier sieht man es sehr gut, ne? So leicht geknickt. Ich habe die aber echt günstig bekommen, neu halt, ne? Und, ja, es ist nervig. Ich hoffe, innen drin ist jetzt noch alles ganz. Wir machen das jetzt mal gemeinsam auf, sonst habe ich auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass es halt schrottig hier ankam. Ich hasse das wirklich bei Amazon, dass sie wirklich mit ihren Waren wirklich wie Dreck umgehen. Und deswegen bin ich dann auch lieber froh, wenn zum Beispiel ein Anime halt ganz normal auf Blu-ray und so rauskommt und nicht in diesen Pappdingern. Ne, genau deswegen halt. Ne? Die sind halt einfach nicht so stabil. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Naja, zum Glück nicht komplett an der Seite, dann lieber oben, weil das kriegt man alles noch hingebogen und ja. Mann, ich hasse das so sehr bei Amazon. Gut, das ist auch mehr oder weniger hier dieses, die Banderole. Ja gut, okay, das ist doch eingeknickt. Boah, Junge, ist das. Es ist so eine Scheiße. Arbeiten da nur Fischköpfe oder so? Kriegen die das einfach nicht gebacken? Ich meine, guckt euch das mal an. Selbst hier ist noch so ein Mini-Einknick. Also es ist wirklich grausam. Hätte ich dafür jetzt den Normalpreis bezahlt, hätte ich das sofort zurückgeschickt. So ist es. Ne? Ah, es ist echt ätzend. Es ist wirklich ätzend. Ja, gucken wir uns mal das Cover an. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Sieht auch so ganz leicht. Meine Fresse, Alter. Wirklich nur Fischköpfe, Leute. Ja, also man sieht es hier auf jeden Fall, ne? Der Einknick ist auf jeden Fall da. Kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Wenn er so im Sammelschuber ist und so ein bisschen runtergedrückt wird, geht es vielleicht dann auch. Aber es ist trotzdem immer echt nervig. Gut, gucken wir uns das Ding mal hier an. Wir haben hier dann die Folgen 6 bis 9. Den Anime kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und dann klappen wir das Ganze mal auf. Zum Glück ist halt hier drin alles normal. Hier ist auch schon noch was. Naja gut, okay, das ist jetzt für mich wirklich nicht dramatisch, aber wisst ihr, wie ich meine? Man, habe ich euch ja schon mal gesagt, man kauft die Scheiße neu und man kriegt es im Endeffekt gefühlt gebraucht. Ne? Da hier, hier, den hier. Ja. Jo. Sieht sonst alles ganz normal aus. Ja, Top Secret, man kennt's, ne? Auch aus dem ersten Volume. Relife, den Manga von Tokyo Pop. Ja, interessiert mich null. Und dann haben wir natürlich hier nochmal diesen Lab Report File 2. Jo, nochmal hier nochmal Notizen, die komplett unnötig sind, aber okay. Jo. Das war's dann auch schon mit diesem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Haut rein und ciao.